Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu Pandora TV Fahrtenbuch. Wir machen heute den ersten Eintrag für den Mercedes EQE 53 auf der Fahrt von Emstetten nach Gardelegen. Wir zeigen hier die heutige Route von Emstetten nach Gardelegen. Wir haben 319 Kilometer vor uns und sollen um 10.35 Uhr dort ankommen. Hier noch einige Informationen zu den äußeren Bedingungen. Der Mercedes zeigt uns eine Reichweite von 349 Kilometer an und gibt die Batterie- und Motorentemperatur jetzt am Morgen mit 6 Grad Celsius an. Wir werden mal sehen, wie sich das im Laufe der Fahrt verändert. Schon nach kurzer Zeit hat der Mercedes einen Ladestopp eingeplant. Nach ca. 200 Kilometern möchte er gerne an die Ladesäule fahren. Der Mercedes hat einen Ladestopp bei Ionity in Lehrte eingeplant. Wenn ich ganz ehrlich bin, war das auch meine Idee, dort einmal zwischenzuladen, um dann nicht wirklich auf den letzten Kilometer in Gardelegen anzukommen, da ich auch nicht weiß, wie weit ich vor Ort beim Kunden das Fahrzeug noch nutzen muss, bis ich dann wieder an eine Ladestation komme. Also sehr clever mitgedacht, Mercedes. So, nach 13 Kilometern haben wir die Autobahn A1 erreicht. Wir fahren jetzt in Richtung Bremen bis Lotterkreuz auf die A30 und dann weiter über die A2 zum Zielort. Die Temperaturen von Motor und Batterie haben sich, was die Motoren angeht, mittlerweile auf 35, 34 Grad erhöht. Die Batterie befindet sich weiterhin bei 7 Grad. Das Navigationssystem zeigt eine offensichtliche Verkehrsstörung am Lotterkreuz an und schickt uns über Lengerich, Haßbergen nach Osnabrück auf die A30. Bevor es jetzt gleich wieder auf die Autobahn geht, eine kleine Zwischeninformation. Verbrauch liegt bei 32,4 und hier geht es weiter in Richtung Autobahn. Ja, kurzer Zwischenstopp bei McDonald's. Und nicht, weil das Auto geladen werden musste, sondern weil der Fahrer entladen werden musste. Weiter geht's. So, gleich nochmal ein paar Zwischenwerte. Motoren und Batterie werden langsam wärmer, wobei sie im Fahrbetrieb die Motoren zumindest noch höher waren. Wir befinden uns hier. Und weiter geht's zu Ionity nach Lehrte. Ja, angekommen in Lehrte. Wir haben das Auto soeben angesteckt und werden jetzt noch ein, zwei, drei Telefonate im Fahrzeug führen und fahren dann weiter in Richtung Gardelegen. Nach dem Ladestopp geht es jetzt weiter in Richtung Gardelegen. Wir besuchen da einen Kunden, in dem Fall ist es die Bundeswehr, und schauen uns dort eine Reparaturarbeit im Vorfeld an.
Hier nochmal aktuelle Verbrauchswerte. Wir liegen bei 29,8 nach 208 Kilometern. So, in 600 Meter verlassen wir die Autobahn. Leider hatten wir gerade noch einen blöden Zwischenfall mit einem Blitzer, der uns geblitzt hat, obwohl eigentlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung dort eingeblendet war. So, das war der erste Teil heute von unserem Fahrtenbuch. Wir waren 335 Kilometer gefahren. Wir waren 3 Stunden 55 unterwegs und haben 27,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Ich rufe jetzt gleich in der Zentrale an und erfahre dort meinen nächsten Termin, wo ich euch dann auch gerne mit hinnehme. Wir sind von der Autobahn A2 abgebogen, haben unseren Kundenbesuch im Industriegebiet gemacht und sind dann weiter reingefahren in die Stadt Burg und haben jetzt hier am Rande der Stadt einen McDonald's entdeckt, wo wir unseren Mercedes EQI 53 aufladen können. Da wir nur noch 7% Reichweite haben, werden wir ihn jetzt einmal fleißig vollladen lassen und treten dann die Rückfahrt über die A2 nach Hause an. Also kleine Pause bei McDonald's. So, weiter geht's auf unserem Tagestrip heute von Burg zurück nach Emstetten. Wir haben in unserem Navigationssystem die Zieladresse eingegeben und er zeigt uns als Ladevorschlag um 17.53 Uhr Ionity in Porta Westfalica an. Wollen wir mal schauen, ob wir es tatsächlich bis dorthin schaffen. Ja, wieder leerte Ost, diesmal die andere Seite. Im Rücken der Araltankstelle haben wir hier einen EMBW-Lader und viermal Ionity. Gut besucht heute Abend um 17 Uhr. Unser Ladevorgang hat gerade begonnen und da wollen wir mal schauen, wo wir hier starten oder wo wir hier landen. Hier nochmal die Ansicht, die uns der EQE zur Verfügung stellt. Also 20 Minuten müssen wir mindestens laden, damit wir das nächst eingestellte Ziel, das wir bei uns zu Hause, erreichen würden. Erfahrungsgemäß ist es so, dass er dann doch noch einen kleinen Nachschlag benötigt. Ja, wir haben nochmal kräftig einen Schluck aus der Pulle genommen. Er gibt uns jetzt an, 204 Kilometer, 2 Stunden, keine Verzögerung. Also, auf geht's. Ja, wir fahren in die Abendsonne, verlassen jetzt die A2 auf die A30, um dann die letzte Stunde zu unserem Heimatort Emstetten zurückzufahren. Hier nochmal ein paar Fahrwerte. Temperatur, Batterie 33 Grad bei Außentemperatur 7,5. Wir haben jetzt gerade auch mal so ein bisschen Gas gegeben, also 200 plus gefahren, da wo es erlaubt war. Jetzt sind wir wieder hier auf 100, 110 beschränkt, halten uns natürlich dran und Batterietemperatur 33 Grad, der hintere Motor bei 116. Ein kleines Stück noch und dann sind wir auch bald an unserem Zielort. Es ist 19.44 Uhr. Unsere Heimatladesäule hat uns wieder. Wir sind heute Morgen um 7 Uhr losgefahren und jetzt um
19.44 Uhr zurückgekehrt, 12 Stunden 44 Minuten unterwegs im Namen der Pandora. Wir haben verbraucht 28 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wir haben gefahren 756 Kilometer. Das Ganze in 8 Stunden 58 Minuten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 84 km/h. Und schauen wir auf den Rest. Da kann man sagen, gut, dass wir etwas mehr geladen haben, weil so langsam lernt man sich kennen und weiß, gerade auf den letzten Metern.